Ja, dann fangen wir mal an. Dies ist für alle Kundinnen und Kunden der Firma Wüstenberg in Niebel und alle, die mich kennen als Werkstattmeister. Ich will dieses Video nochmal nutzen, um mich bei euch allen für gute Zusammenarbeit, teilweise Jahrzehnte Zusammenarbeit und das Vertrauen, was mir in der Zeit entgegengebracht worden ist, recht herzlich zu bedanken. Ich gehe ab 1.9. in den Ruhestand und möchte deswegen noch mal einiges rückblickend sagen. Ich bin jetzt 44 Jahre in diesem Betrieb gewesen, habe in diesem Betrieb gearbeitet, am 1.8.1980 angefangen und muss feststellen, dass sich in diesen 40 Jahren die Landwirtschaftsstruktur gewaltig geändert hat. Wenn ich zurückdenke an die Zeit 1980, da war es so, dass in den Dörfern hier in der Gegend überall noch kleine Familienbetriebe waren. Ich bin als Landmaschinenmechaniker angefangen. Der Beruf hatte damals auch noch seine Berechtigung, denn die meiste Landtechnik auf den Betrieben war damals relativ simpel. Jeder Betrieb hatte seinen kleinen Maschinenpark, aber eigentlich mit relativ unkomplizierter Technik. Es gab damals eigentlich hauptsächlich Mechanik und Hydraulik und war für einen Mechaniker eigentlich auch einfach zu handeln. Ich bin da viel in den Dörfern rumgereist als Außendienstmechaniker und habe da auch viele Reparaturen auf den Höfen und auch in den Schmiedebetrieben, die damals noch in jedem Dorf existiert haben, durchführen können. Mit der Zeit hat sich das natürlich gewaltig gewandelt. Langsam ist dann auch die Elektronik da eingeflossen und wir erinnern uns noch an die ersten Elektroniken an den Schleppern, die EHR, elektronische Hubwerksregelung, damit fing das an. Und wir mussten immer ständig uns weiterbilden, um da der Technik gerecht zu werden. Ich habe viele Schulungen und Lehrgänge in der Zeit mitmachen müssen und man musste immer weiter aufbauen und habe dann quasi 20 Jahre lang Außendienst gemacht, von 1980 bis 2002, wo ich dann die Meisterstelle hier in Niebel übernommen habe, zusammen mit Tim Marsch. Wir haben gemeinsam ab da dann die Geschicke der Werkstatt geleitet. So, für mich war es immer wichtig und oberstes Gebot eigentlich, die Zufriedenheit der Kundschaft herzustellen, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte draußen zufriedenstellend laufen, betriebssicher sind und dass die Kundschaft mit unserem Service auch zufrieden ist. Dazu muss man natürlich viele Dinge unternehmen, um das zu erreichen. Zum einen natürlich braucht man ein gutes Team hinter sich, Leute, die Lust haben, diese Technik weiterhin zu beherrschen, einen guten Service zu bieten. Und für mich war es dann ja auch wichtig, diese Leute zu generieren, diese Leute aufzubauen, das Team aufzubauen, dass man immer Personal hat, was in der Lage ist, die Technik, die wir verkaufen, auch im Nachhinein gut versorgen und bedienen zu können. Das fängt damit an, dass Geräte vor der Auslieferung vernünftig überprüft werden, dass Fahrer vernünftig eingewiesen werden und dass man im Nachgang nachher auch wirklich sich Zeit nimmt, auf dem Feld zu helfen, wenn Probleme auftauchen. Wichtig war für mich auch immer das persönliche Gespräch, auch in der digitalen Zeit heute. Ist es für mich eigentlich immer noch wichtig, wenn wirklich Probleme auftauchen, dass man dann das persönliche Gespräch sucht bzw. ein Telefonat führt. Das bringt oft viel mehr als E-Mails oder Nachrichten oder WhatsApps. Ist auch bis heute immer das Wichtigste für mich geblieben. Man kann eigentlich nur Probleme vernünftig lösen, wenn man persönlich gemeinsam an der Lösung arbeitet. Ich verlasse diese Firma natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge steht dafür, dass ich jetzt doch Verantwortung und Verpflichtungen ablegen darf und mich in Zukunft nur noch um mein persönliches Leben kümmern muss, was natürlich auch jetzt altersmäßig ganz gut passt. Das weinende Auge ist eigentlich dafür, dass ich jetzt die Firma verlasse, wo ich gerne gearbeitet habe. Ich habe alle Jahre gerne hier gearbeitet. Ich hatte immer einen guten Kontakt zu den Teams, obwohl da auch viele Leute gekommen und gegangen sind in der Zeit. Ich hatte einen guten Kontakt mit der Geschäftsleitung. Das Gute ist, dass es hier ein familiäres Verhältnis ist. Man kann also, wenn man intern Probleme hat, tatsächlich bis
an die oberste Etage gehen. Man hat immer ein offenes Verhältnis gehabt. Man hat Probleme mit dem Chef Holger Wissenberg persönlich gemeinschaftlich lösen können. Ich konnte in der Zeit auch viele Freiheiten genießen. Ich konnte viele eigene Ideen in den Betrieb einbringen, die zum Teil zur Arbeitseffektivität beigetragen haben, aber auch um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sich im Team auch wohlfühlen. Denn nur motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, draußen auch vernünftige Arbeit abzuliefern. Das Team besteht momentan aus 11 Gesellen, wenn ich richtig bin. Und der größte Teil der Mitarbeiter sind Leute, die auch hier in dem Betrieb gelernt haben, die ihre Ausbildung hier gemacht haben und die hier hängen geblieben sind. Was eigentlich einmal ein gutes Zeichen dafür ist, dass sie sich in der Firma wohlfühlen. Einige von denen sind mittlerweile über 10 oder über 20 oder sogar über 30 Jahre hier im Betrieb. Ich schon über 40. Was ja ein Zeichen dafür ist, dass man sich hier auch wohlfühlen kann. Ich übergebe jetzt offiziell meinen Posten an meinen Nachfolger Hauke Brodal, den ihr ja auch sicherlich schon mehr oder weniger kennt. Hauke ist seit 2002 in unserem Betrieb, hat hier gelernt, hat hier seinen Meister gemacht, ist ja, wie gesagt, dann auch schon über 20 Jahre dabei und kennt auch viele von euch. Und ich möchte euch bitten, ihn in eurem Kreis aufzunehmen und ihm auch, so wie ihr es mir getan habt, euer Vertrauen zu schenken. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er einen super Job abliefern wird und dass ihr auch mit ihm zusammen weiterhin bei Wüstenberg in guten Händen seid. Er macht den Job weiter gemeinsam mit Tim Marsch, die Chemie stimmt und die haben zurzeit ein richtig gutes Team hinter sich. Ich wünsche euch jetzt allen, euren Familien und Angehörigen alles Gute für die Zukunft, Erfolg im Job und achtet auf eure Gesundheit. Ich denke, man sieht sich noch mal wieder. Ich werde das Interesse an der Lampentechnik nicht verlieren. Ich werde auch mal auf Hausmessen auftauchen oder ich werde mal eine kleine Ortskontrollfahrt machen, wo man sich vielleicht mal trifft. Ich sage in diesem Sinne Tschüss, euer Peter Petersen.